Hallo meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer Uwe. Heute mal mit so ein bisschen anderem Blickwinkel aus der Bucht von Bahia Hiva raus. Ne? Das ist wunderschön hier hinten dran, die Boote liegen da in aller Ruhe, das Wasser ist ruhig. Die Sonne scheint, ein bisschen bewölkt, aber ja. So, heute geht es weiter mit einem nächsten Video, was den Oberbegriff hat, ja Auswandern. Aber heute geht es mehr um die Vorbereitung, die wir ja natürlich tun. Ne? Und ich blende euch jetzt mal so ein kleines Video im Hintergrund ein. Ihr hört jetzt nur meine Stimme. Das seht ihr im Grunde genommen meinen vorderen Wohnbereich. Ihr seht die Küche. Ihr seht das Wohnzimmer mit dem kleinen Schwenk. Und jetzt geht es rüber zum Kleiderständer. Da habe ich also schon mal so einige Hemden und T-Shirts ausgemistet, die ich dann gerne natürlich mitnehmen möchte. Jetzt geht es rüber über meinen Schreibtisch, über meine Regale mit den Ordnern. Ich habe noch viel, viel mehr Ordner natürlich. Und dann hier bis hin zu meiner Vitrine mit so ein paar kleinen Sachen, die ich auch mitnehmen will. Und das Ganze soll in diese bom, 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 4 Taschen. Schön wäre es, wenn das ging. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben natürlich auch weitaus mehr Sachen zu mitnehmen. Ich habe einen Raum jetzt mal so ein bisschen leer geräumt, aber da gibt es noch einen anderen Raum und ist also noch einiges zu organisieren hier. So, aus diesem Grunde sind wir ja dran und wollen einen Container verschicken aus der Dominikanischen Republik nach Spanien. Da soll es ja hingehen. Und wir haben 4 Kompanien angerufen und wir haben auch schon 2 Angebote, die relativ gleich liegen. Also für den großen Container, 40 Fuß Container, will man haben $3.500, für den 20 Fuß Container $3.000. Plus gewisse kleine Gebühren, also du liegst zwischen $3.000 und $3.500 für einen kompletten Container, ob groß oder kleiner. So. Jetzt sind wir noch am Warten, wir haben natürlich noch ein Angebot ausstehen für einen Shared Container, das heißt also, dass wir nur kubikmeterweise bezahlen, was wir dort hineinpacken. Da müssen wir jetzt gerade die Sachen wiegen und vermessen und dann mal so roundabout zusammenstellen, was für ein Volumen wir da verschiffen wollen. Dementsprechend machen die uns dann ein Angebot. So, da sind wir also jetzt dran am Machen. Das wird also die nächsten Tage dann sein. Aber ich rechne jetzt mal einfach so roundabout. Rund $2.000 wird uns der Transport unserer Klamotten nach Europa kosten. Was natürlich billiger ist, als diese Sachen in irgendeiner Form neu zu kaufen. Das muss man auch dann einfach mal so sehen. So. Soweit jetzt zum Container, da halte ich euch aber auf dem Laufenden, was da passiert. Und wenn wir einen haben, natürlich seht ihr auch, wie wir ihn beladen und wie wir das alles vorbereiten, das ist ganz klar. So. Zum anderen habe ich damals schon mal geschaut nach Flügen und hatte auch 2, klar, tolle Angebote jetzt schon parat. Und siehe da, in den letzten 24 Stunden hat sich das schlagartig dann wieder verändert, denn das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung verlängert und bis Ende August. Das heißt, automatisch hat die Condor alle Flüge gecancelt, hat Air France alle Flüge gecancelt und jetzt müssen wir schauen, wer überbleibt, wie der Uwe dann da eventuell in die europäischen Gefilde kommt. Es gibt ja noch die Schweizer Fluggesellschaften, es gibt noch die TUI Fly Brüssel. Also schauen wir mal, ob die weiterfliegen oder ob die auch stornieren. Also da lasse ich mich überraschen. Also meine Planung war dann wieder für einen Eimer, auf Glattdeutsch gesprochen. Ja, da müssen wir weiter schauen. Weil ich muss ja auch einiges an Gepäck mitnehmen, also das kostet auch richtig Geld. Und kurioserweise haben die Fluggesellschaften dann auch natürlich die Hauptsaisonpreise aufgerufen, ist ja ganz klar. Ne? Also billiger wird es überhaupt nicht und alleine mein Gepäck kostet jetzt nochmal rund mit 45 Kilo extra rund 200 Euro mehr, ja, wenn ich 45 Kilo extra anmelde. Also da bin ich dann auch dran am Schauen. Das ist also auch ein etwas zäher Prozess. So, wie sieht es aus hier im Lande? Im Lande sieht es so aus, dass wir immer noch ansteigende Corona-Fälle haben. Wir sind bei 21.000, so wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, 21.000. 580 Todesfälle, immer noch leicht steigend. Das ist auch der Grund, warum der Präsident dann natürlich gesagt hat, so, er möchte gerne per Dekret nochmal verlängern bis Ende des Monats, also bis Ende Juni. Der Senat ist seit Tagen schon wieder am Protestieren dagegen und sie kommen auf keinen grünen Zweig.
Die Senatsmitglieder kommen auch nicht zu den Sitzungen. Geht es also heiß her und es wurde vertagt von gestern auf den Freitag. Und dann geht es Freitag, Samstag, Sonntag, bis sie dann wieder eine Entscheidung getroffen haben. Und dann schauen wir mal, ob es verlängert wird oder nicht. Die sind also strikt dagegen, weil sie sagen, wir haben dann bis Ende Juni haben wir dann Notstand und Ausgangssperre offiziell. Und am 1. Juli öffnen wir die Flughäfen. Das funktioniert nicht so ganz. Ja. Das ist wohl irgendwo auch verständlich. Also schauen wir mal. Ab 1. Juli sind die Flughäfen wieder offen. Da sollen Flieger kommen. Aber wie ich ja eben sagte, die Condor hat schon wieder storniert. Die Air France hat auch storniert. Also schauen wir mal, wer überbleibt. So. Was gibt es noch Neues in der Dominikanischen Republik? Ja, Hurrikanzeit. Ihr seht, es ist bewölkt. Es ist also jetzt nicht unbedingt das schönste Wetter. Es schwankt zwischen Sonne und Regen hin und her. Und wir beobachten natürlich hier immer fleißig unsere Hurrikan-Apps. Ja. Zum anderen vielen, vielen Dank für meine ganzen Zuschauer, die mich hier richtig supporten. Und ja, das nächste Kapitel aus meinem Hörbuch ist in Produktion. Ich bin gerade am Schreiben. Ich weiß, also meine Fans vom Hörbuch, die sind ja schon ganz heiß auf das nächste Kapitel. Ja, und das freut mich natürlich sehr. Und ich bin dran. Ja, also da kommt demnächst wieder ein neues Kapitel aus meinem Hörbuch, der Blick aus meinem Fenster. Ja, für meine Fans, logisch. So. Nochmal vielen Dank auch für die ganzen Kommentare, die natürlich da immer zurückgelassen werden. Zum Teil auch natürlich Daumen nach unten, klar, ich habe also jetzt nicht nur meine Leute, die mich mögen, sondern ich habe ja auch meine Hater, die sind ja auch da und alles gut. Jeder sollte seine Meinung haben über die Videos, wie er das will. Ne? Gut. Ja, diese Crowdfunding-Geschichte, dazu noch ein paar Worte. Klar, ihr könnt euch vorstellen, jetzt Container schon mal so 2000 Euro und so weiter und so fort. Also das ist die Summe, die wir etwa gerade haben. Wir haben 1200 etwas Euro auf dem GoFundMe-Konto und ich habe nochmal rund 1000 Euro bekommen. Es sind noch einige Spender im Rohr, sage ich jetzt nochmal, die was spenden wollen, die auch was angewiesen haben, was aber noch nicht da ist. So, und da erstmal vielen Dank für. Aber ihr seht, meine 30.000 Euro sind noch, da sind wir noch weit davon entfernt. Und wer gerne noch was dazu beitragen möchte, kann das gerne tun über die GoFundMe-Page, die ich unten dann noch verlinke. Oder er kann mich kontakten über eine Spende auf ein spezielles Konto dafür. Dann ist das auch machbar. Da gebe ich dann gerne die Kontodaten dann auch bekannt. So, aber wir sind noch weit davon entfernt vom Ziel. So. So viel dann mal dazu, aber nochmal vielen Dank für die Leute, die das Vertrauen haben und da Geld spenden. Klar, es ist nicht umsonst, ihr bekommt da eine Gegenleistung dafür, ihr müsst halt dann auch kommentieren oder notieren, was ihr dafür haben wollt oder mit mir in Kontakt treten, das ist ganz wichtig. So, gut ihr Lieben, so, dann genießt nochmal diesen wunderschönen Ausblick hier auf die Bucht von Bahia Hive. Alles ruhig, wird da noch länger ruhig bleiben, denke ich mir mal. Und ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr es seht, das Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.